Schönen Vormittag, ich begrüße Sie zu einer ZIP-Spezial anlässlich der aktuellen Corona-Situation. Und da wollen wir uns heute vor allem den Auswirkungen der Krise auf den heimischen Arbeitsmarkt und der Wirtschaft widmen. Schon im ersten Quartal des Jahres 2020 ist die Wirtschaft in Österreich aufgrund der Corona-Krise stark geschrumpft. Das zeigt die heute veröffentlichte Schnellschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Wirtschaftsleistung im Zeitraum von Jänner bis März um 2,7% zurückgegangen. Einen ähnlich starken Rückgang hat es zuletzt während der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 gegeben. Mit dem Herunterfahren der Wirtschaft hat es aber auch einen enormen Anstieg bei der Arbeitslosigkeit gegeben. Zehntausende Unternehmen haben wegen der Corona-Krise ihre Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt. Die Kosten dafür sind schon letzte Woche auf 7 Milliarden Euro hinaufgestellt. Der Andrang ist aber nach wie vor enorm. Die zuständigen Minister werden daher in Kürze bei ihrer Pressekonferenz wohl bekannt geben, wie es mit den Mitteln für die Kurzarbeit weitergehen soll. Das Corona-Kurzarbeitsmodell übertrifft alle Erwartungen. Immer mehr Firmen setzen statt Kündigungen auf Kurzarbeit, um in der Krise durchzutauchen. Österreichweit sind bereits mehr als 1 Million Menschen in Kurzarbeit. Damit explodieren freilich die Kosten. Zu Beginn der Corona-Krise waren Mitte März nur 400 Millionen Euro für Kurzarbeit eingeplant. Ende März wurden die Mittel auf 1 Milliarde Euro aufgestockt, Anfang April ging es rauf auf 3 Milliarden, dann weiter auf 5. Vergangene Woche waren bereits 7 Milliarden im Geldtopf für die Kurzarbeit. Davon waren am letzten Freitag schon 6,7 Milliarden genehmigt, womit sich erklärt, dass regierungsintern zuletzt eine Aufstockung der Kurzarbeitsmittel auf 10 Milliarden Euro im Gespräch war und dies wohl heute verkündet wird. Den Corona-Schock am Arbeitsmarkt hat die Kurzarbeit teilweise aufgefangen. Für viele, die nicht in Kurzarbeit sind und ihren Job verloren haben, sind die Aussichten jedoch düster. Österreich hatte Anfang April mit rund 563.000 Personen die schlimmste Arbeitslosigkeit seit 1946. Für all jene, die es schon vor der Krise schwer hatten, eine neue Arbeit zu finden, sind die Jobchancen noch schlechter geworden. Fachleute warnen vor einem starken Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Wir schalten jetzt zu Matthias Westhoff. Er steht vor dem Bundeskanzleramt, wo in wenigen Minuten die Pressekonferenz beginnen wird. Wir haben es angerissen, es wird da heute grob um den Arbeitsmarkt gehen, aber kennen Sie da schon mehr Details? Ja, auf der einen Seite kann man sagen, die Gesundheitskrise, die haben wir derzeit unter Kontrolle, aber die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die sind schlicht dramatisch. Ich wiederhole noch mal kurz die Zahlen, weil sie wirklich unglaublich sind. Mehr als 560.000 Menschen sind arbeitslos in Österreich, mehr als 1,1 Millionen in Kurzarbeit. Das betrifft nicht alle Branchen gleich, ganz besonders natürlich Tourismus, Gastronomie, Bau und auch Handel. Zumindest bei letzterem kann man hoffen, dass mit der Geschäftsöffnung ab 2. Mai sich die Lage ein bisschen entspannen wird. Aber wenn jetzt gleich Finanzminister, Wirtschaftsministerin und Arbeitsministerin vor die Presse treten, dann wird es ganz sicher aktuellere Zahlen und einen aktuelleren Überblick über die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt geben. Ein Instrument, das in dieser Corona-Krise zum Einsatz kommt, ist die sogenannte Corona-Kurzarbeit. Da, wir haben es im Beitrag gehört, hat es einen enormen Anstieg gegeben, sodass auch die Mittel immer wieder erhöht werden mussten. Wird das auch heute wieder der Fall sein? Ja, davon gehe ich aus und das habe ich mittlerweile bestätigt bekommen. Die Mittel für die Kurzarbeit werden auf 10 Milliarden Euro erhöht werden. Von 100.000 Anträgen hat der Bundeskanzler gestern in der ZIP 2 gesprochen. Also das wird wirklich enorm in Anspruch genommen, aber nicht in allen Bundesländern gleich. Da gibt es einige Schwerpunkte und auch hier soll es einen Ausblick darüber geben, wo hier dieses Modell am meisten greift und in welchen Branchen darauf zurückgegriffen wird. Das gesamte Paket, das die Bundesregierung angekündigt hat, um den Unternehmen durch diese Krise zu helfen, hat einen Umfang von 38 Milliarden Euro. Kann man denn schon abschätzen, wie viel von diesem Geld da schon ausgegeben wurde über die eine oder andere Art und Weise? Ja, koste es, was es wolle. Das war ja das Motto am Anfang dieser Krise, wenn es darum ging, die Auswirkungen auf die Wirtschaft
abzufedern. Von den 38 Milliarden sind bisher, so meinen Informationen, 15 Milliarden Euro derzeit an Hilfeleistungen ausbezahlt worden oder an Liquidität garantiert worden. Auch hier werden wir einen Überblick bekommen, in welchen Bereichen sich dieses Geld aufgliedert. Und vielleicht noch ganz kurz zur Kurzarbeit, weil bei all diesen Hilfsmaßnahmen gibt es ja immer wieder auch Missbrauchsmeldungen, dass das etwa Firmen beantragen, die ihre Mitarbeiter zwar offiziell in Kurzarbeit schicken, aber dann trotzdem voll arbeiten lassen. Hier hat es Schwerpunktkontrollen bereits gegeben der Finanzpolizei und hier geht man den Verdachtsmeldungen des Missbrauchs nach und ich glaube, dass wir auch da hier einen ersten Überblick bekommen könnten, schon in der Pressekonferenz, das vielleicht nur zur Ergänzung betrifft, aber natürlich alle Hilfsmaßnahmen, dass Missbrauch von Steuergeldern strafbar ist. Die Wirtschaft fährt jedenfalls langsam wieder hoch. Wir hören es auch anhand einer Baustelle bei Ihnen im Hintergrund. Gerade in den vergangenen Wochen hat sich auch die Opposition immer wieder eingeschaltet und sich da auch mit Kritik zu Wort gemeldet. Zum Beispiel was die Arbeitslosenzahlen betrifft. Da fordert die Opposition, dass diese regelmäßig veröffentlicht werden. Auch wenn es um die Höhe des Arbeitslosengeldes geht, da wurde gefordert, dass dieses erhöht wird. Inwiefern geht die Regierung auf diese Forderungen hier ein? Ja, das war ein großes Thema bei der Parlamentssitzung am Dienstag. Die Opposition argumentiert hier, dass es natürlich einen aktuellen Überblick braucht und nicht nur einmal im Monat aktualisierte Arbeitslosenzahlen, um Maßnahmen anpassen zu können. Meine Erklärung dafür, warum das derzeit nicht passiert, ist, dass tageweise die Arbeitslosen Zahlen offenbar sehr stark schwanken, einmal sehr stark raufgehen, dann sogar teilweise zurückgehen und dass es hier keinen Sinn macht, das in kürzeren Abständen zu veröffentlichen. Ich gehe daher nicht davon aus, dass wir von der monatlichen Veröffentlichung derzeit abkommen werden. Das zweite Matthias Thema ist, dass Arbeitslosengeld erfordert. Ich darf Sie an dieser Stelle bei dem zweiten Thema unterbrechen, denn hinter Ihnen im Bundeskanzleramt beginnt in dieser Minute die Pressekonferenz. Die Minister sind vor die Presse getreten. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Finanzminister Gernot Blümel und Arbeitsministerin Christine Aschbacher werden einen Überblick geben. Den Auszahlungsstand bzw. die zur Verfügung gestellte Liquidität aus dem 38-Milliarden-Paket und auch zum Thema Kurzarbeit. Vielleicht ganz prinzipiell die große Zahl zuerst. Wir haben bisher aus den 38 Milliarden über 15 Milliarden Euro an Liquidität bisher zur Verfügung gestellt. Wir haben auch immer, wenn wir ein neues Instrument geschaffen haben, auch auf die Rückmeldungen gehört, die wir bekommen haben, um diese auch stetig zu verbessern. Und ich hoffe, das ist uns über weite Strecken gelungen. Ein sehr attraktives Instrument zur Bekämpfung der Krise ist die Corona-Kurzarbeit. Das ist ein europaweit einzigartiges Modell und es dient vor allem dazu, Massenarbeitslosigkeit zu verhindern, dafür zu sorgen, dass Menschen ihren Job behalten können, dass Unternehmen nicht kündigen müssen und dass wir, wenn die Gesundheitskrise vorbei ist, besser wieder und schneller in ein wirtschaftliches, normales Leben starten können. Bisher sind ca. 1,2 Millionen Personen in Kurzarbeit. Die genauen Zahlen werden dann noch präsentiert. Aufgrund der großen Nachfrage, die zwar ein wenig zurückgeht, aber weiterhin anhält, werden wir die Mittel für die Kurzarbeit auf 10 Milliarden Euro aufstocken. Für die Betriebe ist das eine wichtige Maßnahme, aber auch, wie gesagt, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben weiterhin auch dafür gesorgt, dass wir die Abwicklung der Kurzarbeit unterstützen können. Seitens des Finanzministeriums wird nicht nur Geld dafür zur Verfügung gestellt, sondern auch Personal. Wir haben bis zu 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Buchhaltungsagentur zur Verfügung gestellt, um das AMS bei der Abrechnung und bei der Auszahlung der Kurzarbeit zu unterstützen, damit das auch schneller passiert. Und wir haben darüber hinaus in der BMF-Hotline, wo wir ca. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, auch die Möglichkeit, Fragen zur Kurzarbeit zu beantworten, damit Unternehmerinnen und Unternehmer hier auch schneller Bescheid wissen, wenn es Fragen gibt. Bei dieser Hotline hat es bisher seit dem Start 5.600 Anfragen gegeben, per Telefon, per Mail, die beantwortet werden konnten. Natürlich ist die aktuelle Situation auch eine herausfordernde für die Kontrolle dieser Maßnahmen. Und ich habe schon einmal gesagt, Zeiten der Krisen sind keine Zeiten von rechtsfreien Räumen, sondern wir wollen natürlich auch entsprechend der Sorgfaltspflicht, die wir alle haben, entsprechend der Verantwortung gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern auch kontrollieren, was mit dem Geld genau passiert.
Und wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass es Vorwürfe für missbräuchliche Verwendung beispielsweise von Kurzarbeit gibt. Und deswegen habe ich die Finanzpolizei auch ersucht, Schwerpunktkontrollen diesbezüglich durchzuführen. Bisher wurden 600 Firmen überprüft und die Ergebnisse wurden auch an das AMS übermittelt, um bei der Abrechnung auch darauf Rücksicht nehmen zu können. Wir haben kein Verständnis dafür und es gibt keine Toleranz dafür, dass wenn sich jemand in dieser Krise an der Allgemeinheit zu Unrecht bereichern möchte. Die Krise ist herausfordernd genug für alle und deswegen müssen wir zusammenhalten, allen helfen, die es brauchen, aber auch kontrollieren, was mit dieser Hilfe passiert. So viel Kulanz wie möglich, aber auch so viel Kontrolle wie nötig, um die Möglichkeit für strukturellen Missbrauch zu verhindern. Wir haben einige weitere Instrumente aufgelegt, die wir laufend verbessert haben, zum Beispiel auch den Härtefallfonds, die zweite Phase, wo die Richtlinien ja heute auch endgültig fertig geworden sind. Wir haben die Mittel für diesen Härtefallfonds, der ja dazu da ist, die unmittelbaren persönlichen Bedürfnisse der kleinsten Unternehmerinnen und Unternehmer, die vom Umsatzentfall besonders betroffen sind, die privaten Ausgaben, die private Miete etc. abdecken zu können, auf 2 Milliarden Euro aufgestockt. Und wir haben jetzt auch einige Punkte gesetzt, um die Anspruchsmöglichkeiten in der zweiten Phase zu verbessern, wie zum Beispiel die Verlängerung des Betrachtungszeitraums, denn auch wenn die Krise zwar für alle spürbar ist, oft ist es so, dass Zahlungseingänge von Verrechnungen oder von Rechnungen, die im Februar gestellt worden sind, erst jetzt eingehen. Das heißt, rein in den Büchern gibt es in den Eingängen der Zahlungen vielleicht bei dem einen oder der anderen noch keinen massiven Rückgang. Und das heißt, dass die Krise sich bei manchen später auswirken wird. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir die Verlängerung des Betrachtungszeitraums auch umsetzen. Die Jungunternehmerregelung ist umgesetzt worden, das heißt, hier ist die Gründung ab dem Jahr 2018 relevant und es gibt auch eine Mindestförderhöhe von 500 Euro pro Monat, wenn jemand anspruchsberechtigt ist. Aus dem Corona-Hilfsfonds, dem großen 15-Milliarden-Fonds, da werden wir im Laufe der nächsten Woche die Richtlinien fertigstellen und darüber hinaus gibt es ja bereits die Kredithaftungen, die übernommen werden aus diesem Fonds. Wir haben hier auch eine 100-prozentige Garantie für Kredite bis 500.000 Euro aufgelegt. Wir sind eines von nur 3 europäischen Ländern, die das gemacht haben, neben Deutschland, auch Italien und eben wir. Hinsichtlich der Kreditvergabe hat es in den letzten Wochen leider Gottes mehr Probleme gegeben, als uns das lieb gewesen wäre, als uns das auch von Anfang an kommuniziert worden ist. Deswegen haben wir uns nochmals hingesetzt letzte Woche und auch mit der Finanzmarktaussicht, mit den Banken versucht zu definieren, wo können wir unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen auch eine beschleunigte Vergabe dieser 100% Kredite möglich machen. Und das ist ein komplexer Prozess, weil es ja viele europäische Beihilfenregeln gibt, die auch beachtet werden müssen, die leider Gottes auch nicht für den Zeitraum der Krise temporär ausgesetzt worden, so wie es meine Forderung auch ist. Aber wir haben versucht, mit den österreichischen Behörden hier die größtmögliche Flexibilität zu erreichen in den Gesprächen mit der Finanzmarktaufsicht beispielsweise. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass die Garantieerfordernis nicht mehr von der Bank geprüft werden muss und damit auch die Haftung bei der Bank dafür liegt, sondern die vom Unternehmer eidesstaatlich unterschrieben wird, dass diese Bedingungen vorliegen und die Kontrolle wird im Nachhinein durch die Finanz durchgeführt. Bei der Bonitätsprüfung haben wir erreicht, dass es bei bestehenden Kreditkunden eine beschleunigte Bonitätsprüfung gibt, weil die Banken bereits die Daten kennen und nur bei Neukunden die klassische Bonitätsprüfung nach Bankwesengesetz. Dadurch glauben wir, dass wir die Vergabe gerade dieser 100% Kredite, die wichtig sind, um die Liquidität für die Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt sicherzustellen, massiv beschleunigen können. Bei den Steuerstundungen haben wir mittlerweile ein Volumen von 4,5 Milliarden Euro erreicht und das verbleibt somit auch mehr an Liquidität in den Unternehmen. Abschließend vielleicht nach dieser Phase der Gesundheitskrise, die wir in Österreich sehr erfolgreich bekämpfen konnten, indem wir die Eindämmung des Virus gemeinsam mit der Bevölkerung erreicht haben, wird es natürlich darum gehen, dass wir möglichst bald auch das wirtschaftliche Comeback schaffen. Und da geht es uns um 3 Schwerpunkte, die auch der Bundeskanzler gestern vorgestellt hat. Einerseits um die steuerliche Entlastung der Menschen,
Arbeitsplätze durch Entlastung der Wirtschaft neu zu schaffen und auch Arbeitsplätze durch Klimaschutz- und Regionalisierungsmaßnahmen voranzutreiben. Diese Maßnahmen werden in den nächsten Tagen und Wochen gemeinsam auch mit den Sozialpartnern besprochen, mit den Ländern besprochen, mit den Gemeinden besprochen und mit Wirtschaftsforschern, damit wir ein möglichst gutes Comeback der österreichischen Volkswirtschaft schaffen, um auch den Menschen wieder ausreichend Arbeitsplätze und Wohlstand garantieren zu können. Vielen Dank. Danke, Herr Finanzminister. Frau Arbeitsministerin. Die weltweite Krise durch die Pandemie hat uns in allen Ländern getroffen und auch hier in Österreich eine hohe Arbeitslosigkeit beschert. Durch die Krise ist eben auch bei uns die Arbeitslosigkeit höher. Im Februar hatten wir noch einen Beschäftigungsrekord. Knapp 3,8 Millionen Menschen waren in Beschäftigung. Und bis Mitte März hatten wir noch eine sinkende Arbeitslosigkeit. Und ab Mitte März hat uns die internationale Krise mit voller Wucht erwischt und die Situation war nicht vorhersehbar. Daher möchte ich Ihnen heute einen Überblick geben über drei konkrete Punkte: die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt, die aktuelle Situation bei der Kurzarbeit und auch die Maßnahmen, die wir unterstützen bei Arbeitssuchenden und auch bei Familien. Zum Punkt 1, zur Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben eine dramatische Entwicklung zu verzeichnen. Die Ende März-Daten mit 562.522 Arbeitssuchenden und in den ersten Aprilwochen mussten wir einen weiteren Anstieg verzeichnen. Den bisherigen Höhepunkt haben wir aus jetziger Sicht am 13. April erreicht mit insgesamt 588.205 Arbeitssuchenden und davon sind 533.606 arbeitslos und 54.616 in Schulungen. Damit waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt rund 231.000 Personen mehr in Arbeitslosigkeit oder in Schulung als 2019. Und seither sehen wir eine leichte Abflachung der Kurve. Stand mit Montag, dem 27. April, verzeichnen wir einen leichten Rückgang auf 572.025 Arbeitssuchenden. Ein paar Details zu den Bundesländern. Die steigende Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr verzeichnen alle Bundesländer. Besonders stark ist dieser Zuwachs in Tirol. Mehr als doppelt so viele gibt es auch in Salzburg und in der Steiermark. Mit Abstand die meisten Arbeitslosen sind in Wien zu verzeichnen mit 176.079 Personen insgesamt. Zu den Branchen einen kurzen Überblick. Die Situation im Tourismus ist so, dass es mit Mitte April 114.000 Arbeitssuchende gab und auch in der Baubranche mit rund 45.000 Arbeitslosen ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen ist. Wie gewohnt werden wir am Anfang des Monats, also am 4. Mai in diesem Monat, die detaillierten Auswertungen kommunizieren und veröffentlichen. Und jetzt, wo es schon ein klares Bild gibt über die Entwicklung am Arbeitsmarkt und die Schwankungen nicht mehr so willkürlich und sprunghaft sind, haben wir uns darauf verständigt, dass wir wöchentlich die Arbeitsmarktzahlen gemeinsam mit den Corona-Kurzarbeitszahlen am Beginn der Woche veröffentlichen werden. Was tun wir nun, um diese Entwicklung abzuschwächen? Ein wichtiges Kriseninstrument, wie der Herr Finanzminister schon gesagt hat, ist die Corona-Kurzarbeit. Damit sichern wir Arbeitsplätze und auch Einkommen. Niemand bekommt weniger als 80% seines Gehalts. Zusätzlich wird das AMS ab 15. Mai die Schulungen wieder aufnehmen. Zu dem aktuellen Stand bei der Corona-Kurzarbeit. Es sind mit Stand dem 29.04. 102.953 Anträge beim AMS eingegangen. Davon sind rund 98.000 Anträge mit vollständiger Information. Bei den anderen Anträgen muss man einzeln nacharbeiten. Sowohl die Bearbeitungsdauer, aber auch die Qualität der eingelangten Anträge haben sich in letzter Zeit stark verbessert. In einigen Bundesländern sind bereits fast alle Anträge mit vorhandener Information abgearbeitet. Die 98.000 Corona-Kurzarbeitsanträge sichern über 1,2 Millionen Arbeitsplätze und Einkommen. 87.000 Anträge wurden bereits genehmigt. Das ist ein Genehmigungsgrad von 88%. Danke an den Finanzminister, dass wir auch die Gespräche zu der Budgeterhöhung auch diesmal positiv verlaufen sind.
Insgesamt sehen wir bei der Corona-Kurzarbeit, dass auch die Kurve der eingegangenen Anträge bereits abflacht. Und in der Phase 1, wo wir schnell das Modell zur Verfügung gestellt haben, der Corona-Kurzarbeit, um rasch die Arbeitsplätze und die Einkommen zu sichern. Jetzt sind wir in der Phase 2 mit der Abrechnung der Corona-Kurzarbeit, die seit letzten Montag möglich ist. Und bereits nach 24 Stunden sind die ersten Gelder überwiesen worden. Danke auch hier noch einmal an die Unterstützung an den Finanzminister durch die Bundesbuchhaltungsagentur. Der Auszahlungsgrad bei den vollständig eingerechneten Abrechnungen ist derzeit bei 100%. Also knapp 5000 Abrechnungen sind eingelangt und auch bearbeitet. Als dritten Punkt möchte ich noch kurz die Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen in Arbeitslosigkeit und Familien hervorheben. Nämlich einerseits haben wir in dieser Woche den Beschluss im Nationalrat auch getätigt, dass wir dafür sorgen, dass niemand in der Zeit der Krise in die Notstandshilfe abrutscht, sondern dass alle das Arbeitslosengeld weiterhin bezahlt bekommen. Und auf der anderen Seite die Unterstützung für die Familien durch einerseits den Familienhärtefonds mit den 30 Millionen, wo schon tausende Anträge eingelangt sind, wo wir die Familien unterstützen, die durch die Krise Einkommensverluste erlitten haben, und andererseits durch den Familienkrisenfonds, den wir auch diese Woche im Nationalrat beschlossen haben, mit zusätzlichen 30 Millionen für Familien, die schon vorher von der Arbeitslosigkeit betroffen waren. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass wir aus heutiger Sicht den vorläufigen Höhepunkt der Arbeitslosigkeit in den Mitte-April-Zahlen sehen. Und es war wichtig und rasch, hier mit schnellen Maßnahmen zu unterstützen, die auch wirken. Und gemeinsam mit den Kollegen aus der Bundesregierung und auch mit den Sozialpartnern besprechen wir in den nächsten Tagen und Wochen die weiteren Schritte, damit wir die Instrumente vorbereitet haben, um Arbeitssuchende so schnell wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Danke. Danke, Frau Arbeitsministerin. Frau Wirtschaftsministerin. Sehr geehrte Damen und Herren, heute am 30. April ist der Tag der Arbeitgeber. Die letzten Wochen waren für die Arbeitgeber in Österreich, für unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, alles andere als einfach. Ich möchte mich deshalb heute ganz besonders bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, bei ihrem Mut und bei ihrem Verantwortungsbewusstsein bei Ihnen bedanken. Viele von Ihnen haben die Möglichkeit der Corona-Kurzarbeit genutzt, und das war gut so, und damit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen eine Zukunft gegeben. Nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern vor allem auch den Lehrlingen. Auch sie können eine Zukunft in den Unternehmen haben, wenn es wieder bergauf geht. Mit meinem großen Dank verbinde ich auch eine Bitte. Bitte nutzen Sie weiterhin diese Möglichkeit zur Kurzarbeit. Es ist wichtig für das gesamte Jahr, dass wir hier auch in den nächsten Monaten diese Kurzarbeit intensiv nutzen. Dadurch bleiben Ihre Beschäftigten im Unternehmen und die Produktion und die Dienstleistungen können rasch wieder aufgenommen werden. Ich weiß, dass die letzten Wochen hart waren für die gesamte Wirtschaft. Daher war und ist es mir wichtig, dass wir alles tun, um als Regierung die Rahmenbedingungen zu schaffen, um rasch wieder aus dieser Krise herauszukommen. Wir befinden uns mitten in einer Weltwirtschaftskrise, und das führt in allen Ländern zum Einbruch der Wirtschaftsleistung. Gerade jetzt, wo wir es gemeinsam geschafft haben, die Infektionszahlen nach unten zu bringen und auch unten zu halten, dafür müssen wir gemeinsam alles tun, müssen wir diesen Wirtschaftsmotor in Österreich wieder anwerfen. Nur so kann der Wirtschafts- und auch der Arbeitsstandort so rasch wie möglich wieder gesunden. Und nur so retten wir, erhalten wir und sichern wir die Arbeitsplätze in unserem Land. Mit unserem rot-weiß-roten Rettungsschirm ist es wichtig, haben wir die richtigen ersten Schritte gesetzt, und es werden nicht die letzten sein. Wir arbeiten gemeinsam in diesen Tagen mit vielen in Österreich, mit Expertinnen und Experten, mit den Vertretern aus den Ländern und den Gemeinden an weiteren Job- und Standortpaketen. Dies gilt, den rot-weiß-roten Wachstumskurs wieder aufzunehmen, den wir vorher hatten, und hier den Schwerpunkt zu setzen.
Mein Ziel ist es, Österreich und auch Europa gestärkt aus dieser Krise hervorgehen zu lassen. Wir müssen unsere Wirtschaft krisenfester machen, resilienter machen, und wir brauchen diese krisenfeste Wirtschaft in Österreich, und hierfür sind verschiedenste Maßnahmen zu setzen. Erstens brauchen wir die Renaissance der Produktion in Europa. In Krisenzeiten muss es uns sichergestellt sein, aber auch darüber hinaus, dass wir Produktionsschritte für wichtige Güter und Produkte auch innerhalb Europas haben. Ich habe das auch schon mehrmals gesagt, aber es ist sehr wichtig, denn es ist jetzt der Zeitpunkt dafür, der Weckruf, hier entsprechend Maßnahmen zu setzen. Wir dürfen von keinem anderen Kontinent, sei es USA oder auch Asien, so abhängig sein, wie wir es jetzt sind. Die Digitalisierung und unsere Innovationskraft in Europa bildet die Grundlage dafür. Sie wird uns dabei helfen, diesen konkreten Plan für Österreich und für Europa zu erstellen. Wir müssen zum Beispiel wieder fähig sein, Schutzausrüstung autark in Österreich und in Europa herzustellen. Die internationale Firma Flex ist dabei Vorbild für ganz Europa. Die Firma beschäftigt 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa, und derzeit sind mehrere Produktionsstraßen für Mund-Nasen-Schutz von China auf dem Weg nach Europa. Eine dieser Produktionsstraßen wird in Althofen in Kärnten aufgebaut werden und ausreichend Mund-Nasen-Schutz für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens herstellen. Aber es geht noch weiter darüber hinaus. Es werden mehrere Millionen Mund-Nasen-Schutz hergestellt werden, und diese Produktion kann auch in Zukunft ausgeweitet werden. Jeder Mund-Nasen-Schutz, der nicht für den Eigenbedarf des Unternehmens notwendig ist, wird den Blaulichtorganisationen und auch vor allem den Schulen, auch dort ist es sehr, sehr wichtig, zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt. Und gleichzeitig zeigt uns dieses Beispiel auch, dass wir mehr Arbeitsplätze in Österreich schaffen können, indem wir diese Produktion aus China zurückholen. Denn die Firma Flex sucht 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben jetzt 900 Mitarbeiter in Kärnten. Es werden bald 1.000 sein. Ich danke daher Herrn Dörflinger und seinem Team, dass diese Produktion für die kritischen Bereiche nach Österreich zurückgeholt wird. Für mich als Wirtschaftsministerin ist es ein ganz wichtiges Zeichen. Es ist eine der vielen Zellen, die es möglich machen, hier auf diesen Bausteinen aufzubauen, um auch in Österreich die Arbeitsplätze und wieder neue Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Aus meiner Erfahrung als CEO, und Sie wissen, ich war 15 Jahre lang, habe ich Unternehmen geleitet, ist es ganz wichtig, auf einen zweiten Punkt zu schauen, nämlich neben der Produktion die funktionierenden Lieferketten. Und das gilt nicht nur für den Binnenmarkt innerhalb Europas, sondern auch darüber hinaus. Wir werden daher als Wirtschaftsministerium mit den Unternehmen gemeinsam einen genauen Blick auf Lieferketten werfen für strategische Bereiche. Und wir werden alles tun, um Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Lieferketten einfacher, leichter und vor allem krisenfester zu machen. Denn auch das hält und schafft Arbeitsplätze in Österreich. Die Unternehmen sagen mir aber auch, es sind nicht nur die Produktion und die Lieferkette, sondern es ist auch ein kluges Lagerkonzept, das wir in Europa im Moment vermissen. Es geht darum, sensible Güter, die in angemessener Zeit zur Verfügung stehen sollen. Und ich werde das ganz klar von der Europäischen Union einfordern und auch für Österreich mit den produzierenden Unternehmen entwickeln, ein Konzept für rollierende Lager, sodass es nicht darum geht, Produkte einzulagern, sodass diese alt werden und man dann schauen muss, ob sie überhaupt noch verwendbar sind, sondern ein intelligentes Projekt, wo produzierende Unternehmen und auch nachfragende Stellen eng zusammenarbeiten. Für Österreich werden wir das mit den relevanten Produzenten erarbeiten. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, und auch da möchte ich Ihnen ein Beispiel geben, ist ganz ein konkretes Beispiel der Medikamentenherstellung. Viele von Ihnen haben es schon verwendet und viele von Ihnen verdanken ihm eine rasche Genesung. Das am weitesten verbreitete und am häufigsten verwendete Penicillin, Amoxicillin. Ich sage Ihnen auch, wo diese Produktionsstätte ist. Sie ist nämlich in Tirol. Und diese besondere Produktionsstätte ist in der Lage,
ganz Europa autark mit diesem besonderen Penicillin zu versorgen. Wir brauchen wieder Medikamente made in Europe und die Wirtschaftsminister Europa haben es in der Hand. Sie haben das Instrument. Das Instrument heißt wichtige Projekte mit gemeinsamen europäischen Interesse. Und das brauchen wir nicht nur für die Halbleiter und für die Batterien. Wir brauchen es auch und ganz rasch für Medikamente. Und das werde ich auch entsprechend immer wieder und mit starker Stimme einfordern. Das muss zügig ausgebaut werden. Sehr geehrte Damen und Herren, hinter uns liegen fordernde Zeiten. Und es liegen sehr fordernde Zeiten in der Wirtschaft auch noch vor uns. Sie können sich darauf verlassen, dass wir von der Bundesregierung alles tun werden, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wieder Arbeitsplätze nach Österreich kommen, dass jene wieder aktiviert werden, die jetzt in der Kurzarbeit ruhend sind, dass wir die besten Rahmenbedingungen schaffen und dass wir eines der ersten Länder sind, die aufgrund der guten gesundheitlichen Entwicklung hier wieder einsteigen können. Dieses österreichische Comeback soll eines sein, das vor anderen Ländern ist und das auch die Möglichkeiten nutzt eines frühen Konjunkturpaketes. Es sind Maßnahmen, die bei jedem Einzelnen ankommen werden für ihren Arbeitsplatz und für ihre Familie. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich darf um Ihre Fragen bitten. Wir fangen vorne an bei ATV, bitte. Ja, ich habe zwei Fragen. Einmal an Sie beide bitte, Herr Finanzminister und Frau Wirtschaftsministerin. Es wird jetzt die ganze Zeit vor einer möglichen zweiten Welle gewarnt. Da würde mich interessieren, sollte diese zweite Welle kommen, wird es zu einem zweiten Lockdown kommen und koste es dann wieder, was es wolle, in welcher Art und Weise, ich sage das jetzt bewusst so dramatisch, würde das denn den Ruin für die österreichischen Unternehmen dann bedeuten? Und ich hätte auch an Sie bitte noch eine Frage, Frau Arbeitsministerin. Es hat heute in der Früh schon von Seiten der Arbeiterkammer geheißen, im Durchschnitt werden bis zu 100.000 mehr Arbeitslose erwartet als im Vorjahr. Wie will Österreich damit umgehen? Wie will man dagegen anarbeiten? Dankeschön. Zur Frage zweite Welle. Das ist eine veritable Gefahr. Und genau aus diesem Grund müssen wir ja sehr gut hinsehen, welche Schritte wir zur Öffnung setzen. Und deswegen gibt es ja auch die Abstände zwischen den einzelnen Schritten, um auch nachvollziehen zu können, ob die Infektionszahlen wieder steigen oder ob sie stabil bleiben. Wir warnen jeder von uns und jede von uns in der Bundesregierung regelmäßig davor, das jetzt alles auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist nicht vorbei. Die Gesundheitskrise ist in der ersten Welle bekämpft, dank auch der Disziplin der Österreicherinnen und Österreicher. Aber die Gefahr in der zweiten Welle besteht natürlich, wenn wir hier unvorsichtig und zu rasch vorgehen. Dennoch halten wir es für angemessen, aufgrund der relativ niedrigen Infektionszahlen, dass wir die österreichische Wirtschaft Schritt für Schritt wieder öffnen. Aber immer genau hinsehen, ob sich die Infektionszahlen weiterentwickeln. Was das Geld betrifft, sind wir in Österreich in der glücklichen Lage aufgrund der soliden Budgetpolitik der letzten Jahre, wo wir Schluss gemacht haben mit diesem ständig neue Schulden machen, dass wir uns noch immer zu sehr, sehr günstigen Konditionen Geld am Markt besorgen können. Die Kapitalkosten, die wir aktuell sehen auf den Kapitalmärkten, sind genauso hoch wie vor der Krise und das versetzt uns in die Lage, auch weiterhin ausreichend helfen zu können. Ich hoffe nicht, dass der kommen wird. Ja, vielleicht ergänzend noch, wir haben es in Österreich geschafft, die produzierenden Unternehmen offen zu halten. Das ist ja in vielen Ländern, in Spanien und Italien nicht gelungen. Und das ist natürlich das größte Risiko für eine Volkswirtschaft, wenn die Produktion zusperren muss. Aufgrund der Disziplin und aufgrund des Mitmachens aller Österreicherinnen und Österreicher ist uns das gelungen. Und jetzt ist auch mein Appell, nicht alles, was erlaubt ist, zu jedem Zeitpunkt auch das, was wir tun sollten. Drum auch meine Bitte, hier achtsam zu sein, wenn man hier Kontakte hat und weiterhin den Abstand einzuhalten, die Desinfektion einzuhalten, den Mund-Nasen-Schutz einzuhalten. Wenn wir hier es schaffen, gemeinsam Schritt für Schritt das zu tun, wird es uns mit großer Wahrscheinlichkeit auch gelingen, hier entsprechende Maßnahmen zu setzen. Wenn wir uns anschauen, wir haben die einzige Erfahrung gibt's aus der Zeit der spanischen Grippe.
Hier gab es eine zweite Welle und die war vor allem dann, als Großveranstaltungen in bestimmten Städten wieder geöffnet wurden und als auch die Schulen geöffnet wurden, und zwar ohne stufenweises Konzept, und darum unser Stufenkonzept und die genaue Beobachtung der Situation, genauso wie für die unterschiedlichen größeren Veranstaltungen. Das ist wichtig, dass wir hier auf die Gesundheit als erstes achten und dann entsprechend Maßnahmen setzen, wenn es notwendig ist. Zu Ihrer Frage zu kommen, es ist so, dass wir derzeit aus derzeitiger Sicht wahrnehmen, dass mit Mitte April die höchste Arbeitslosigkeit vorherrscht, und zwar mit einer Steigerung zum Vorjahr von 81,6%. Dementsprechend ist es uns wichtig, dass wir weiterhin um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen, weil das sind Zahlen und hinter jeder dieser Zahl stecken ja einzelne Schicksale dahinter und zugleich aber auch die, die jetzt weiterhin Familie zu versorgen haben, hier noch mit den Familienhärtefonds unterstützen und auch, wie die Frau Wirtschaftsministerin gesagt hat, gemeinsam in der Bundesregierung, aber auch mit den Stakeholdern wie den Sozialpartnern und den Bundesländern und den Wirtschaftsforschungsinstituten um jeden einzelnen Arbeitsplatz auch wieder zu kämpfen, den wir neu vermitteln können. Und hier liegt der Schwerpunkt in den kommenden Tagen und Wochen. Und dementsprechend bin ich zuversichtlich, dass wir nicht auf diese Prognosen dann zurückschauen müssen. Soweit die Pressekonferenz mit der Wirtschaftsminister, dem Ministerin, dem Finanzminister und der Arbeitsministerin. Die restliche Pressekonferenz und die restlichen Fragen der Journalisten sehen Sie live in der TVTK. 1,2 Millionen Menschen sind in Österreich derzeit in Kurzarbeit. Diese neuen Zahlen sind soeben bei der Pressekonferenz bekannt gegeben worden. Die Mittel für die Corona-Kurzarbeit wurden von 7 auf 10 Milliarden Euro erhöht. Die Nachfrage gehe zwar langsam zurück, sei aber nach wie vor hoch, heißt es. Das Volumen der Steuerstundungen liegt aktuell bei 4,5 Milliarden Euro. Damit würde den Unternehmen mehr Geld übrig bleiben, sagt der Finanzminister. Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im April weiter stark gestiegen, auch wenn ein Höhepunkt bereits überschritten sei. Diese neuen Informationen hat es da soeben von der Arbeitsministerin gegeben. Und wir dürfen von keinem anderen Kontinent so abhängig sein, wie wir das jetzt sind. Davor warnt die Wirtschaftsministerin. Denn diese Abhängigkeit zeige sich jetzt etwa bei der Schutzausrüstung oder auch bei Medikamenten. Hier soll die Regierung in Zukunft die passenden Rahmenbedingungen schaffen, um die Produktion wieder nach Österreich zurückzuholen. Über die Inhalte, die wir da soeben gehört haben, möchte ich jetzt mit Hans Bürger, dem Leiter unseres Innenpolitikressorts, sprechen. Er ist im externen Studio. Hans Bürger, der Arbeitsmarkt, wird das neue Sorgenkind der Regierung werden, wo jetzt die gesundheitlichen Sorgen erst einmal ein bisschen weniger geworden sind? Der Arbeitsmarkt wird das ganz große Sorgenkind werden, aber warum, muss man sich fragen. Und hier kann man erstmals und eindeutig einen Zusammenhang zwischen der Weltwirtschaftskrise, nicht der von 1929, sondern der von 2008, 2009 bis 2010 und der Corona-Krise herstellen. Man hat nämlich aus der damaligen Krise etwas gelernt und genau das bekommen wir jetzt zu spüren. Klingt ein wenig kompliziert, aber was ist passiert? Damals hat man den Banken vorgeworfen, dass sie viel zu leichtfertig Kredite vergeben, dass sie überhaupt nicht mehr schauen, ob jene, die den Kredit nehmen, auch etwas Ordentliches damit machen oder ob sie sich selbst in Schulden stürzen. Und man hat auch, Banken haben auch zum Teil an Betriebe Kredite gegeben, wo die Eigenkapitalquote viel zu gering war. Mit einem Wort, die Banken sind strenger geworden durch verschiedenste Maßnahmen. Und jetzt sagt man, sie sind so streng geworden, dass eben das Geld nicht fließt. Der Finanzminister Blümel hat es ja selbst heute gesagt, dass das nicht der Sinn der Sache sei, dass die Regierung Mittel locker macht und diese Mittel dann aber nicht bei den Unternehmen ankommen. Also liegt es an den Banken, die man aber wieder verstehen muss, dass sie hier nicht leichtfertig Kredite vergeben. Ich habe selbst mit einigen Unternehmern, Gastronomen und allen möglichen Arbeitgebern gesprochen, die sagen, ja, es ist Faktum, dass das Geld einfach noch immer nicht da ist. Jetzt ist aber eine sehr lange Zeitdauer bereits vergangen und diese Unternehmen stehen zum Teil schlicht und einfach vor der Pleite und müssen Menschen in Kurzarbeit schicken oder schlicht und einfach entlassen. Da geht es jetzt um Tage
Man kann gar nicht mehr sagen, um Wochen, da geht es um Tage. Und wenn dieses Geld jetzt nicht bald locker gemacht wird, dann fürchte ich, wird die Arbeitslosigkeit noch viel mehr steigen. Auch wenn man jetzt sagt, Mitte April sei der Höhepunkt erreicht worden. Der Schwerpunkt der Bundesregierung hat sich jetzt ein bisschen verlagert. Man achtet da zwar immer noch sehr auf die aktuellen Infektionszahlen und hat die genau im Auge, aber es geht jetzt schon sehr stark um Wirtschaft und Beschäftigung. Aber kommt diese Schwerpunktsetzung jetzt vielleicht zu spät? Naja, das kommt darauf an, welche Prioritäten eine Bundesregierung setzt. Und die Priorität dieser Bundesregierung war eindeutig und klar. Uns ist jedes Menschenleben gleich viel wert. Es ist unerheblich, ob es um Menschen über 80 geht, über 90 geht. Wir wollen keinesfalls Todesfälle haben, wie wir sie in Italien, in Spanien oder woanders gesehen haben. Wir stellen die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung, der Menschen, die in Österreich leben, an die allererste Stelle. Und dieses, das ist ja aufgegangen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht ganz vorne wären, was die Gesundheitspolitik betrifft, was eben die wenigsten Fälle betrifft, die wenigsten Todesfälle und so weiter. Das kostet Zeit und das kostet Geld. Jetzt wird man vielleicht irgendwann sagen, die Wirtschaft ist zu spät dran gekommen. Wer will das wissen? Möglicherweise, aber es ist keine Alternative da gewesen, als erst, wenn die Kurve nach unten geht, abflacht nach unten geht, die Wirtschaft als zweiter großer Faktor behandelt wird. Ob es zu spät gewesen ist, das werden wir erst 2021, ich fürchte erst 2022 wissen. Vielen Dank, Hans Bürger, für diese Informationen und diesen Überblick. Wir wollen uns auch noch dem Geld noch einmal intensiv widmen. Gerade wenn es um die Corona-Kurzarbeit geht, da wurden zu Beginn 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und schon bald hat man aber gesehen, dass dieses Geld für die Corona-Kurzarbeit nicht ausreicht. Da ist immer wieder nachgebessert worden. Heute ist dann noch einmal auf insgesamt 10 Milliarden Euro für die Kurzarbeit aufgestockt worden. Wir schauen jetzt zu Stefan Hartl aus unserer Wirtschaftsredaktion. 10 Milliarden Euro alleine für die Corona-Kurzarbeit. Ist das nicht langsam zu viel fürs Budget? Das ist ohne Frage eine unglaubliche Summe. Man muss sich natürlich die Frage stellen, was wäre denn die Alternative? Da bleibt nur, die Menschen in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Und das würde langfristig wohl noch mehr kosten. Aber natürlich, die Dimensionen sind schon außerordentlich. Vielleicht, wenn man den Vergleich mit der Finanzkrise 2009 wagt, da waren zum Höhepunkt gerade einmal 70.000 Menschen in Kurzarbeit bei einem Kostenpunkt von 130 Millionen Euro. Der Handel beginnt jetzt Anfang Mai wieder an Fahrt aufzunehmen. Es sperren immer mehr Geschäfte auf. Ist dann damit zu rechnen, dass die Kurzarbeit dann wieder ein bisschen zurückgeht? Das ist zumindest die Hoffnung und damit ist wohl auch zu rechnen. Wenn Restaurants, Lokale, Geschäfte wieder aufsperren, dann werden diese Firmen wohl auch ihre Mitarbeiter wieder zurückholen. Die Frage ist, in welchem Ausmaß? Im kleinen Handel, bei kleinen Geschäften hat man gesehen, dass die Kauflaune noch sehr verhalten. Die Menschen kommen derzeit nur, um das Allernotwendigste zu kaufen. Da muss man sehen, wie sich das dann auswirkt, wenn sozusagen alle Geschäfte wieder offen haben. Und auch wenn man auch an die Gastronomie denkt, da wird man sehen, wie sich diese neuen Regeln einspielen, wie viele Leute wirklich einen Tisch reservieren. Also da wird die Kurzarbeit vielleicht nicht mehr so ein großes Thema sein, aber es wird natürlich nach wie vor Betriebe geben, die auf diese Möglichkeit zugreifen. Und in anderen Branchen, etwa im Tourismus, da wird die Kurzarbeit wohl überhaupt noch länger ein Thema sein. Und apropos, schauen wir auch da in die Zukunft. Wie lang kann die Kurzarbeit denn dann noch ein Thema sein? Ja, prinzipiell ist es ja so geregelt, dass die Kurzarbeit auf 3 Monate beantragt werden kann. Dann kann man nochmal um 3 Monate verlängern, aber vielleicht wird das nicht reichen. Vielleicht gilt da auch wieder die Finanzkrise 2009er Schablone. Da hat man Regeln gefunden, wo die Kurzarbeit verlängert wurde, auch über zum Teil 1-2 Jahre. Vielleicht ist ein Weg, dass man diesen Kostenersatz, der jetzt ja bei 80% mindestens liegt, etwas zurückfährt und dafür die Dauer der Kurzarbeit etwas verlängert. Das wäre eine Möglichkeit, beschlossen ist da noch nichts. Anfang des Monats erscheinen regelmäßig die neuen Zahlen zur Arbeitslosigkeit und das wird dann auch am Montag wieder der Fall sein. Es werden weiterhin enorm hohe Zahlen bei der Arbeitslosigkeit erwartet, aber die Arbeitsministerin hat auch soeben gesagt, dass der Höhepunkt bereits überschritten sei bei der Arbeitslosigkeit. Ist das ein vorsichtiger Grund zur Hoffnung? Ja, die Regierung sieht da zumindest ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, aber man muss sich schon auch klar sein, was da momentan am Tisch liegt. Das sind 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit
und mehr als fast 600.000 Menschen in der Arbeitslosigkeit. Das sind 1,8 Millionen Menschen, das ist fast die Hälfte aller Beschäftigten in Österreich. Bis sich da die Lage wieder halbwegs normalisiert, das wird Jahre dauern. Das Institut für höhere Studien rechnet damit 3 Jahren, bis sich die Lage wieder etwas einspielt. Wenn man sich den vergangenen März ansieht, dann sieht man, dass im Vergleich zum Vorjahr die Arbeitslosigkeit um 200.000 gestiegen ist. Natürlich, im April wird es auch wieder stark nach oben gehen, auch wenn der Höhepunkt überschritten ist. Die genauen Zahlen, die gibt es, wie gesagt, dann am Montag. Eine abschließende Frage noch. Die Wirtschaftsministerin hat zum Schluss der Pressekonferenz ganz stark darauf gepocht, dass man in Österreich Rahmenbedingungen schaffen möchte, um die Produktion in Österreich zu halten, um sich weniger abhängig von anderen Kontinenten und anderen Ländern zu machen. Aber wie langfristig kann man denn diese Rahmenbedingungen schaffen, um eben diese Situation in Österreich bereitzustellen? Naja, das ist natürlich ein Wunsch der Regierung, den sie schon auch vor Corona hatte, mehr Unternehmen in Österreich anzusiedeln. Da gibt es die Knackpunkte, die seit jeher bekannt sind. Die wird sich nach Corona jetzt vielleicht ein bisschen beschleunigen. Aber Faktum ist, Bürokratie ist in Österreich noch immer ein Thema. Die Steuerlast für viele Betriebe schreckt manchen vielleicht von Österreich ab. Also da sind die Themen bekannt. Die Hoffnung ist, dass es durch diese Corona-Krise jetzt da mehr in Bewegung geht und einfach schneller in Bewegung kommt. Vielen Dank für diese Informationen und den Überblick, Stefan Hartl aus unserer Wirtschaftsredaktion. Supermarktangestellte, Ärztinnen und Krankenpfleger. Das sind Berufe, die in der Corona-Krise eine besondere Bedeutung bekommen haben. Handelt es sich doch um sogenannte systemrelevante Jobs. Bestimmte Berufe haben ihr Image in der Krise deutlich verbessert. Finanziell hat sich das aber bisher nicht ausgewirkt. Sie halten den Laden am Laufen. Gemeint ist Sandra Wendt, Filialleiterin eines Supermarkts im 22. Bezirk in Wien. Und gemeint sind die übrigen 160.000 Angestellten im Lebensmittelhandel in Österreich. Dafür spüren sie derzeit auch die Dankbarkeit ihrer Kunden. Es ist auch so, dass wir Präsente erhalten, wir haben Briefe erhalten mit Dankesschreiben. Es ist schon so, dass der Großteil der Leute wirklich dankbar ist, dass wir jeden Tag dastehen. Die Bedeutung mancher Jobs hat sich in der Corona-Krise verändert. 14% sagen, meine Arbeit hat an Bedeutung verloren. Für 56% hat sich nichts verändert. Immerhin ein Drittel findet, ihre Arbeit wichtiger als vor der Krise. Hier vor allem Frauen, die oft in den systemrelevanten Jobs tätig sind. Die Gewerkschaft fordert eine finanzielle Anerkennung, steuerfreie 1.000 Euro für all jene Menschen, die das Land während der Krise am Laufen gehalten haben. Ja, der Corona-Tausender wäre definitiv eine gerechtfertigte Anerkennung für die Leistung der Angestellten im Lebensmittelhandel und hätte darüber hinaus noch einen wichtigen ökonomischen Effekt, weil im Lebensmittelhandel arbeiten vor allem Frauen in Teilzeit, die das Geld wirklich gut brauchen könnten. Sandra Wendt ist schon froh darüber, dass sie nicht mehr ganz so schief angesehen wird, wenn sie in ihrem Arbeitsoutfit außerhalb des Supermarkts unterwegs ist. Während viele in dieser Krise unter enormer Arbeitsbelastung stehen, sind andere Branchen wochenlang zum Stillstand verdammt worden, etwa die Gastronomie und Hotellerie. Die Ankündigung, dass Hotels am 29. Mai wieder öffnen dürfen, ist daher auf mehr als offene Ohren gestoßen, wenngleich die Erwartungen aber auch gebremst sind, weil für die erste Zeit doch mit Umsatzeinbußen gerechnet wird. Die einmonatige Vorlaufzeit bis zum Aufsperren Ende Mai erlaube es aber, die nötigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um für die ersten Gäste gerüstet zu sein. Und darauf freut man sich auch in Oberösterreich. Seit Mitte März haben Lebenszeichen hier Seltenheitswert. Aber bald schon sollen die Rollläden wieder hochgehen. Denn am 29. Mai können Hotels aufsperren. Für den Linzer Hotelier Rinaldo Bortoli ein Hoffnungsschimmer. Wir werden aber auch erst am 2. Juni aufmachen, da traditionellerweise der Pfingstverkehr eher in der Ferienhotellerie anzutreffen ist. Und mit 2. Juni werden wir dann langsam und behutsam das Haus wieder hochfahren, wohl wissend, dass wir die Vorjahreswerte der Auslastung nicht zusammenbekommen werden. Für sein 154-Betten-Haus, das üblicherweise zu 80% ausgelastet ist, rechnet Bortoli vorerst mit einer 20-30%igen Auslastung. Mit Herbst, wenn wieder mehr Geschäftskunden erwartet werden, könnte das Haus wieder voller werden. Ich habe keinen meiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen arbeitslos gemeldet. Ich bin sehr stolz auf mein Team und man kann es nur gemeinsam schaffen.
Wir werden dann langsam im Rahmen der Kurzarbeit wieder hochfahren. Wir werden wahrscheinlich auch die Möglichkeit nutzen, die Kurzarbeit über den 13.06. hinaus zu verlängern, da ich sicherlich nicht die volle Brigade am Anfang benötigen werde. Für den Tourismus bringe der fixe Anhaltspunkt der Regierung jedenfalls die nötige Planungssicherheit. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dass man eben diesen Vorlauf hat von rund einem Monat, damit jeder Betrieb schauen kann, wie er das organisieren kann. Ich weiß von vielen, vielen Gesprächen, dass viele schon brennen darauf, endlich wieder aufsperren zu können. Und es wurde ja wirklich versucht, Regelungen mit Hausverstand zu machen. Ein Aufatmen in der Branche, aber auch in der Bevölkerung ortet Patrick Hochhauser von den Eurothermen. Viele sind an der Öffnung der Betriebe offenbar interessiert. Seit die Frau Bundesministerin das Signal für 29. Mai gegeben hat, laufen bei uns sehr wohl die Telefone Sturm eigentlich und die ersten Anfragen sind bereits mit 8:30 eingetroffen. Ein Großteil der 750 Mitarbeiter soll aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. Was die Auslastung betrifft, hofft man auf einen guten Sommer, in dem auch gewohnte Annehmlichkeiten wie etwa ein Buffet geboten werden können. Wir werden auch hier mit Intensivierung von diesen sogenannten Spuckschutzmaßnahmen, also das heißt Plexiglasvorkehrungen, zusätzliche Handdesinfektion, wenn man, denke ich, jetzt einmal gerade für die Hotelgäste vertretbar, diesen Buffetbereich betritt und natürlich auch mit zusätzlichen unterstützenden Maßnahmen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können wir, glaube ich, sehr wohl einen normalen Buffetablauf in unseren Häusern sicherstellen in dieser Zeit. Die Badeanlagen würden ohnehin hohen Hygienestandards entsprechen. Sie sollen in besonders heiklen Bereichen intensiviert werden, um größtmöglichen Schutz für Gäste wie Mitarbeiter zu gewährleisten. Probleme hat aber auch die Bauwirtschaft. Denn auch wenn derzeit auf Baustellen unter Auflagen wieder gearbeitet wird, trügt der Schein ein wenig. Der heimischen Bauwirtschaft droht ausgerechnet in der Hochsaison ein Stillstand. Das Problem liegt im Detail, denn Bauverhandlungen dürfen derzeit nicht stattfinden. Gleichzeitig ist es bis jetzt nicht gelungen, Bauverhandlungen via Internet zu ermöglichen. Alles fließt auf den Baustellen, könnte man meinen. Arbeit würde es genug geben und trotzdem hat die Bauwirtschaft Zukunftssorgen. Wo der Schuh drückt, ist, dass uns die Projekte in der nahen Zukunft ausgehen. Warum? Weil wir derzeit keine Verhandlungen und keine Neuprojekte bekommen, weil die Verwaltung da niederliegt. Was an dem Corona-Gesetz der Bundesregierung liegt, das besagt, keine Verhandlungen durchführen. Und damit fehlen für den Bau die Bewilligungen mit nicht vorhersehbaren Folgen. Die Baubranche ist nach wie vor die Lokomotive in der Wirtschaft. Das heißt, wenn wir nicht bauen, kommen auch die anderen Gewerke nicht hinter uns her. Das heißt, wir haben dann die Dachdecker, haben Auftragslöcher, die Fliesenleger, die ganzen Installateure. Und wir verstehen es insofern nicht, weil es ja Möglichkeiten gäbe. Schauen wir uns die Europäische Union an. Die machen Verhandlungen, die machen Abstimmungen, alles digital, Videokonferenzen. Und wir bringen also eine banale Bauverhandlung per Videokonferenz nicht zusammen. Kritik an den gestoppten Bauverhandlungen kommt auch aus dem gemeinnützigen Wohnbau. Wir haben als Gemeinnützige in dieser schwierigen Phase auch Übergaben von Wohnungen und Rücknahmen durchgeführt, weil wir keinen Mieter auf der Straße stehen lassen wollten. Ich denke, unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen im Freien einer Bauverhandlung ist das, glaube ich, auch durchaus denkbar und zumutbar. Tatsache, durch diese Pandemie hat der Bundesgesetzgeber auch klar zum Ausdruck gebracht, derzeit ist nicht die Zeit für Verhandlungen. Wobei zu 70% vereinfachte Bauverfahren durchgeführt werden, also ohne Bauverhandlungen. Für die großen Projekte sind allerdings auch keine virtuellen Lösungen erlaubt. Ausnahmen gäbe es nur bei Vernehmungen. Und? Weil in der Bauordnung, in dem Landesgesetz auch steht, dass die Verhandlungen an Ort und Stelle abzuwickeln sind. Eine Lösung zeichnet sich aber durch einen oberösterreichischen Vorschlag ans Parlament ab. Demnach könnte es ab Mai wieder Bauverhandlungen geben, in Realität und erstmals auch virtuell. Eine Branche, die aufgrund der Reisebeschränkungen besonders stark getroffen ist, ist die Flugbranche. Die Flugzeuge stehen am Boden, die Fluglinien schicken ihre Mitarbeiter reihenweise in Kurzarbeit. Die Austrian Airlines haben am Dienstag 767 Millionen Euro Staatshilfen beantragt. Unter welchen Auflagen die Airline des deutschen Mutterkonzerns Lufthansa finanzielle Unterstützung bekommen soll, wird derzeit aber noch verhandelt. Österreich steht momentan vor einem Wirtschaftseinbruch, wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Mehr als 500.000 Arbeitslose, über 1 Million in Kurzarbeit. Hotels, Restaurants und viele Geschäfte werden erst in den nächsten Tagen oder Wochen aufsperren. Aber in der gestrigen Pressekonferenz läutet die Regierungsspitze das Comeback der heimischen Wirtschaft ein.
Das ist ein Auftakt für einen Wiederaufbau in Österreich. Man muss es so sagen, die Einschnitte waren dramatisch, aber jetzt geht es dann schon in die nächste Runde. Dabei soll auf Investitionen gesetzt werden, in die Wirtschaft und in den Klimaschutz. Neu auf der gemeinsamen Agenda sei die Regionalisierung. Und wenn wir jetzt schauen, dass wir einige Produktionen auch in Europa halten wollen, zurückholen wollen, neu aufbauen wollen, ja, dann wird es gut sein, dass Österreich hier vorne dabei ist. Auch die Austrian Airlines brauchen Geld vom Staat, sonst drohe die Insolvenz. Mit dieser Botschaft ist der Chef der Lufthansa, Carsten Spohr, gestern Nachmittag zu den ersten Gesprächen mit der Regierung nach Wien gekommen. Im gestrigen ZIP2-Interview mit Armin Wolf beharrt Bundeskanzler Kurz weiter auf der Forderung nach einer Gegenleistung für die Unterstützung. Das Angebot müsse stimmen. Die Eigentümerstruktur, die ist eindeutig. Die Auer gehört der Lufthansa. Die Lufthansa ist ein deutscher Konzern. Und insofern kann es auch für die Lufthansa nicht verwunderlich sein, dass wir nur bereit sind, hier mit Staatshilfen zu agieren, wenn auch dementsprechend der Standort Österreich gesichert ist, wenn es auch eine Antwort gibt, was das für die österreichischen Arbeitsplätze bedeutet und wenn wir uns verlassen können, dass die Auer sich in Zukunft gut entwickeln wird. Für die Lufthansa ist eines klar, sie will auf keinen Fall eine Beteiligung des Staates. Trotzdem wird sehr viel Geld verlangt. In Österreich braucht die Auer 770 Millionen Euro an Kreditgarantien und Finanzspritzen. Bei der Konzernmutter, der Lufthansa, geht es gar um 9 Milliarden. Die Swiss bekommt Kreditgarantien in der Höhe von 1,2 Milliarden. Und bei der Brussels Airlines in Belgien sind es offenbar 290 Millionen. In Summe muss der Lufthansa-Konzern also mit 11,3 Milliarden Euro gestützt werden. Bei so viel Geld darf sich die Regierung nicht mit bloßen Standortgarantien zufrieden geben, warnt die Gewerkschaft. Wir brauchen einen Einfluss im Lufthansa-Konzern, um die Standortinteressen und auch die Interessen der arbeitenden Menschen im Luftfahrtsektor entsprechend absichern zu können. Wie es mit den Austrian Airlines weitergeht, könnte nach der heutigen Fortbestehungsprognose der Wirtschaftsprüfer klarer werden. Nur wenn diese positiv ausfällt, hat die Auer mit ihrem derzeitigen Plan eine Chance. Die gesamte Flugbranche steht also unter Druck und darüber spreche ich jetzt mit Thomas Birkfellner am Flughafen Wien-Schwechat. Bleiben wir zunächst noch bei der Auer. Da steht auch eine Insolvenz im Raum, aber was würde das dann für den Flughafen Wien bedeuten? Naja, natürlich, ausgeschlossen wird thematisch nichts, aber man muss schon sagen, dass die Austrian Airlines so etwas wie eine Lebensader hier in Schwechat sind und das seit mehr als 60 Jahren, seit dem Bestehen der Austrian Airlines. Ganz konkret hat man natürlich großes Interesse in Schwechat, die Auer so groß wie möglich zu halten. Das frage ich jetzt Kurt Hoffmann, Luftfahrtexperten, inwiefern kann denn hier der Flughafen an sich einwirken, dass es in den Verhandlungen positive Ergebnisse gibt für die Auer? Nun, wir haben gesehen, es gibt sehr starken Rückhalt eigentlich auch von der gesamten Wirtschaft in Österreich und sicherlich auch vom Flughafen Wien. Es wird Startpakete geben, auch für alle Fluglinien, die wieder hier zum Fliegen begonnen können und hoffen und werden, auch bei den Gebühren in der Richtung. Also der Flughafen wird alles daran setzen, auch damit die Auer wieder flüger wird und zwar auch nachhaltig. Jetzt stehen mehr als 60 Flugzeuge hier geparkt, starten so gut wie gar nicht, wenn dann nur zu Hilfsflügen bzw. zu Flügen, diverse Gegenstände aus China, Mundschutz und so weiter zu holen. Wann schätzen Sie, kann der Flugbetrieb der Auer hier fortgesetzt werden? Zuerst hat es geheißen Mitte Mai, jetzt schon Anfang Juni. Ist das ein definitives Datum? Also ich könnte mir vorstellen, dass es noch etwas später wird. Es wurde bereits 2-3 Mal dieser Termin verschoben. Das Problem ist ja auch die Reiserestriktionen. Man weiß ja gar nicht, wann und wohin man fliegen kann. Die Nachfrage ist generell am Boden im Flugverkehr. Also wenn die Auer vielleicht noch einmal den Termin verspätet, kann ich es mir durchaus vorstellen, ist nicht unrealistisch. Jetzt startet morgen Wizz Air mit insgesamt 4 Flügen, wo sich natürlich jeder fragt, wer fliegt jetzt eigentlich fort? Ist das nur ein PR-Gag Ihrer Meinung nach oder doch so ein erster Impuls in der Luftfahrt? Es ist eine Kombination, ein PR-Gag. Die Wizz Air war eine der letzten, die hier aufgehört zu fliegen, will eine der ersten hier zu beginnen zu fliegen, weil Wizz Air weiß auch, es gibt bereits viele Österreicher, die haben genug von dem Lockdown, von dem Zuhausebleiben. Die Lust zum Reisen ist da. Aber wie gesagt, der Start in der Luftfahrt wird sehr zögerlich sein. Wir sehen ja eine große Kündigungswelle quer durch Europa. Und fast alle Fluglinien benötigen Staatshilfe. Manche Airlines wie Norwegian will heuer gar nicht mehr fliegen. Natürlich auch betroffen, wie Sie schon angesprochen haben. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Auer sind insgesamt 7.000. Da ist natürlich das Zittern durchaus groß. Und die Zeit drängt, um hier eben schnell eine Lösung zu finden. Auch im Sinne der Mitarbeiter in der Luftfahrtbranche und im Sinne des Flughafens hier als Standort.
Vielen Dank, Thomas Birkfellner, für diese Informationen vom Flughafen Wien-Schwechat. Und damit wechseln wir das Thema, bleiben aber noch beim Geld. Unstimmigkeiten gibt es nämlich derzeit zwischen der EU-Kommission und Österreich. Konkret geht es da um das Beihilfenrecht, das der österreichischen Regierung zu bürokratisch ist, um Unternehmen in der derzeitigen Situation so schnell wie möglich finanziell zu unterstützen. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Raffaella Scheidreiter in Brüssel. Da gibt es also Kritik der österreichischen Regierung an der EU-Kommission wegen der Beihilferegelung. Aber worum geht es da genau? Diese Debatte läuft seit der Vorwoche. Finanzminister Blümel und Wirtschaftsministerin Schramböck klagen in Richtung Brüssel, dass die Kommission zu lange brauche, um Beihilfen abzunicken. Das dauere Wien alles viel zu lange in dieser Notlage. Und zum Hintergrund, die EU-Kommission wacht darüber, dass Staaten Firmen nicht übermäßig und willkürlich Firmen unter die Arme greifen, denn das würde den Wettbewerb im großen EU-Markt verzerren und zum Nachteil gegenüber jenen Firmen, die zum Beispiel keine staatlichen Beihilfen bekommen. Wegen Corona wurden diese Beihilfenregeln jetzt auch schon gelockert. Allerdings müssen sie nach wie vor nach Brüssel gemeldet werden und die EU-Kommission muss grünes Licht geben. Das, wie erwähnt, dauert Wien aber alles viel zu lange. Und da hat sich der Ton zuletzt etwas verschärft. Der Finanzminister Blümel hat etwa gemeint, die EU-Kommission habe kein Problembewusstsein, wie drängend die Lage sei, dass alles viel schneller gehen müsse. Er hat auch gefordert, diese Beihilfenregeln temporär ganz auszusetzen. Aber ich hatte diesen Eindruck jetzt bei der Pressekonferenz auch vom Finanzminister, dass sich diese Kritik in Richtung Brüssel jetzt schon etwas versöhnlicher anhört. Und das könnte auch damit zu tun haben, wie die EU-Kommission auf diese Beschwerde Österreichs reagiert hat. Gibt es da auch andere Staaten, die sich den österreichischen Forderungen anschließen? Diese Forderung Österreichs, das Beihilfenrecht oder die Beihilfenregeln temporär ganz auszusetzen, da wissen wir eigentlich nicht von anderen Staaten, die das so öffentlich fordern. Wir wissen aber, dass zum Beispiel auch Deutschland freiere Hand haben möchte, was Beihilfenregeln angeht. Der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier etwa möchte einen 600 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds aufsetzen für Firmen. Aber auch da klagen Diplomaten, dass sich die EU-Kommission zu viel Zeit lässt, hier grünes Licht zu geben. Aber dieses zu viel Zeit lassen, was auch dieses grüne Licht angeht, das hat nichts zu tun auch mit dieser Beschwerde Österreichs. Denn die EU-Kommission hat zum Beispiel ihre Sicht der Dinge eingebracht, was diese Kritik Österreichs angeht. Und sie hat gemeint, dass es bei Österreich etwas länger gedauert hat, grünes Licht zu geben für diese Beihilfen. Das habe damit zu tun, dass Österreich unvollständige Dokumente eingereicht hat, dass hier wesentliche Elemente gefehlt hätten. Und sobald auch diese offenen Fragen geklärt wurden, habe die Kommission sofort grünes Licht gegeben für diese österreichischen Beihilfen. Man sei auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar für Anfragen der Länder. Also auch da hört man durch Brüsseler Kritik an dieser öffentlichen Beschwerde Österreichs. Vielen Dank für diese Informationen aus Brüssel, Raffaella Scheidreiter. In einigen Ländern Europas geht die Zahl der Neuinfektionen inzwischen wieder zurück. Der Leidensdruck der Wirtschaft dagegen, der wird immer größer. Und damit steigt auch der Druck auf die Regierungen, die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus aufzuheben. Von Spanien bis Italien werden trotz teilweiser Kritik die Ausgangsbeschränkungen schrittweise gelockert. Lachende Kinder in den Straßen Spaniens. Ein Bild, wie es hier wochenlang nicht zu sehen war. Seit Sonntag dürfen die Kinder wieder nach draußen. Es ist lange her, dass ich Fußball gespielt und die Straße gesehen habe, dass ich jetzt wieder nach draußen darf. Das ist wunderbar. Ein Stück wiedergewonnener Freiheit unter strengen Auflagen. Nur ein Elternteil darf maximal 3 Kinder begleiten, 1 Stunde pro Tag und nicht weiter weg von zu Hause als 1 Kilometer. Ganz anders in Norwegen. Kindergärten und Volksschulen haben wieder geöffnet. Erlaubt sind 15 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Die Hygienevorschriften werden penibel eingehalten. Seit der Früh haben wir uns bereits 4-mal die Hände gewaschen. Wir halten uns an alle Regeln. Schüler haben eigene Tücher, um Bücher und Tablets abzuwischen. An Schulöffnungen nicht zu denken ist in Italien, jedenfalls nicht vor September. Als Trostpflaster werden nächste Woche Parks und Grünflächen wieder aufgesperrt. Auch innerhalb der eigenen Heimatregion soll man sich dann wieder bewegen dürfen. Bis Juni geschlossen bleiben Friseure, Kosmetikstudios und Restaurants. Letztere dürfen ab Anfang Mai aber Speisen liefern. Weiterhin untersagt sind heilige Messen und Beerdigungen in größerer Runde.
Gedulden muss man sich auch in Großbritannien. Zu groß ist die Angst vor einer zweiten Erkrankungswelle. Premier Johnson, der selbst schwer an Covid-19 erkrankt war, fordert die Menschen auf, durchzuhalten und wird von vielen gehört. Wir wollen keine große Welle, keinen zweiten Ausbruch. Wir brauchen das wirklich nicht. Wir sollten weiterhin vorsichtig sein. Neue Spitzen bei den Ansteckungszahlen, der Albtraum der Regierungschefs. Und so heißt es abwägen, welches Maß an Einschränkung das Richtige ist. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende unserer heutigen ZIP-Spezial, in der es zum einen um die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise gegangen ist. Wir haben eine Pressekonferenz gehört, bei der der Finanzminister, die Wirtschaftsministerin und die Arbeitsministerin neue Details zum Arbeitsmarkt bekannt gegeben haben. Zum einen sind da etwa die Mittel für die Corona-Kurzarbeit auf 10 Milliarden Euro erhöht worden. Die Arbeitslosigkeit sei weiterhin enorm hoch. Da gibt es dann die neuen Zahlen kommenden Montag, sagt die Arbeitsministerin. Aber man habe den Höhepunkt bereits überschritten. Es gebe also zumindest einen kleinen Grund zur Hoffnung. Außerdem hat die Wirtschaftsministerin betont, dass der Standort Österreich gestärkt werden solle. Man müsse alle notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, um eine Abhängigkeit von anderen Kontinenten oder anderen Ländern zu verringern. Soweit also eine kurze Zusammenfassung der Pressekonferenz, die wir heute gehört haben. Das waren soweit die aktuellen Informationen. Wir melden uns dann um 13 Uhr wieder mit der nächsten ZIP. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Vormittag. Auf Wiedersehen.